Recht herzlich willkommen zur 113. Folge, glaube ich, von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal hier den innerstädtischen Verkehr gemacht und was war das, Adenau oben, haben wir das auch getätigt. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, hier haben wir das auf jeden Fall gemacht. Und wir haben das Auto auch hier überall hingeschickt. Jetzt ist nur die Frage, beim Dingens haben wir da auch? Nee, haben wir nicht, aber ich glaube, hier fährt der Stadtbus vorbei, ne? Ah, das war jetzt verkehrt. Details. Stadtbus Adenau. Ah ja, Adenau. Ja, Stadtbus Adenau fährt hier dann auch vorbei. Das bedeutet, wir sollten noch hier auf jeden Fall, wenn wir die Post transportieren wollen, noch hier ein Dingens hinsetzen. Einen Postkasten. Und zwar ist das der und die Straße geht ja eins länger, dann passt das auch. Dann geht das auf jeden Fall auch. Gut, damit haben wir das erledigt und dann müssen wir jetzt noch Autos auf die Strecke setzen. Das ist ja sozusagen der Fernbus, ne? Fernbus. Lass mal gerade in den Fernbus gucken. Lauter Sonderhausen. Achso, der heißt dann irgendwie noch anders. Gute Frage. Ploto, Waldeck, Sonderhausen, Ploto, Lauter. Wie heißt denn dann der Bus? Warte mal, da können wir auf jeden Fall hier oben einen Filter setzen. Den. Döbelnrad, okay, keine Ahnung, was BV heißt. Busverkehr, wahrscheinlich, ne? Und Linie ändern. Mittelalterliche Kirche, lass uns mal da gerade hingucken. Das ist da. Radolfzelt ist da. Das ist da. Nimmt er dann auch noch mit. Okay, ist nicht schlimm, wenn er das macht. Dann in Adenau dorthin. Radolfzelt, Klosterbrauerei, Betriebshof. Da sind es 100%. Ich glaube, da können wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, ne? Mit den 100%. Da geht die Tour dann wieder zurück. Ja, passt dann, ne? Und ja, gut, lassen wir so. Ne, da sind 10% da auch. Da sind nur 10%. Okay, ich glaube, das würde klappen. Das bedeutet, wir nehmen hier noch ein Fahrzeug. Ah, stopp mal, das war jetzt vielleicht verkehrt. Ich glaube, dann nehmen wir einen größeren Wagen. Und BV Döbeln, Radolfzell, das war dann schon richtig. Und starten den. Und ich habe die Vermutung, na, das lassen wir so, wir nehmen noch einen, warte mal, wie viel ist denn das hier? 80 Sack. Und der hat 85 Sack. Der fährt nur 3 km schneller. Aber der ist eine ganze Ecke billiger. Und den machen wir auch nochmal da drauf. Und starten den auch. Aber habe ich den erwischt? Nein, habe ich natürlich nicht erwischt. Wo fährt der eine jetzt hin? Ist er schon hierhin unterwegs? Nein. Dann ist er da oben hin unterwegs. Der ist da. Wo ist der zweite? Ja. Gute Frage. Wo ist der Postwagen? Einer ist hier oben. Das ist kein Postwagen, ne? Stand der irgendwo in der Schlange oder ist der andere schon so schnell unterwegs? Ist der schon vorweggefahren? Ja, so schnell kann das nicht sein. Wo ist denn der zweite jetzt, bitteschön? Aha. Ja, die warten nämlich jetzt auf freie Strecke. Den möchte ich denn, ach, das ist jetzt der linke. Der soll jetzt mal seinen Fahrplan ändern. Und der fährt jetzt diese Strecke an im Endeffekt. Oder kann auch schon dahin fahren. Dann passt das schon. Dann ist der nämlich nicht synchron mit dem anderen hintereinander am Fahren, ne? So, dann haben wir das.
Dann sollte die Post, weil den können wir ja auch mal offen lassen. Ja, noch nichts mit. Der fährt aber gleich die Post nach da hinten. Den zweiten erwischen wir noch hier. Der hat 3 Säcke Post dabei. Gut, das bedeutet jetzt, dass das funktioniert erstmal. Okay. Die warten da auch noch auf Beladung, die Busse. Da waren sowieso so viele auf der Linie, ne? Da muss man mal gucken, ob das Sinn macht. Wie bleibt denn der da drin, ne? Okay, 64 von 68, das macht Sinn. Und der hier, der hat einen. Der ist jetzt vollkommen über. Der hat 46, das würde Sinn machen. Und der hat einen. Den machen wir mal auf nicht laden. Dann schicken wir zurück zum Depot. Das macht ja keinen Sinn, so viele da hintereinander herfahren zu lassen. Und ich glaube, bei dem hier ist das ähnlich gehalten, ne? Wir nehmen erstmal einen von der Linie und das ist der. Wenn der entladen hat, kann der runter von der Linie. Schiebe ich mal auch noch hier unten. Die haben beide 0 Post. Und das ist jetzt die Haltestelle, ne? Oder? Die wartet mit 6 Postsäcken. Okay. Das ist alles okay eigentlich. So, die warten auf Beladung. So, das wäre dann die Post. Soweit, so gut. Jetzt wollten wir aber noch von Döbel nach Floto ein Dingens fahren lassen, Schiff fahren lassen. Wo ist der? Hier ist das, genau. Das bedeutet aber, dass wir auf der Karte ganz ja nach oben müssen. Weil oben ist ja die Werft. Gibt es da überhaupt was? Das ist die nächste Frage, ne? Oh, da gibt es einen Postsack 15. Aha, das ist ein Postschiff. Postbackkasse Diesel. Gut, das haben wir ja auch schon gekauft. Und der Fahrplan ist Döbeln Floto. Und lassen wir starten. Möp, möp, okay. Fährt da schon. Und haben wir hier unten im Auge, ne? So, lass mal gerade hier bei Floto gucken, wie das hier mit der Post aussieht. Otterwalde, Aquarium, Sonderhausen, Floto, da muss jetzt irgendwann ein Döbeln erscheinen, ne? Der Postbulli fährt hier lang gerade. 10 Sack Floto. So, jetzt haben wir einen schönen vollen Bildschirm, ne? Der rentiert sich, der auch, das läuft noch. Hier ist nur noch einer mit nicht laden, aber der fährt auch bis nach Döbeln zur mittelalterlichen Kirche. Ich würde den doch nochmal rausnehmen vielleicht. Lass uns den nochmal angucken, wenn er in Döbeln ist. Okay, er fährt jetzt als erstes Döbeln an, das ist vielleicht nicht so ganz sinnig. Ist besser, er fährt nach Floto zuerst. So, also hier läuft der Postwagen, der jetzt zurzeit in Radolfzell ist, oder? Der fährt zu Klosterbauer, der ist also auch auf dem Rückweg und der fährt nach Döbeln. Alles klar. Hier haben wir den Bus, der jetzt keine Fahrgäste hat. Sagen wir gerade, wo der ist. Der fährt jetzt. Ah, ne, dann fährt er zum Depot, wenn er keine Fahrgäste aus Döbeln mitnimmt. Weil das macht dann keinen Sinn. Dann ist dieser nämlich wahrscheinlich auch nicht voll. Okay, der ist schon irgendwer anders hier. Der hier unten. Und der hat gerade mal 6. Okay, dann passt das schon, wenn der wegfährt. Besser ist das. So. Der Bulli ist hier in Floto, oder? Wo war das? Ja. Der bringt zum Hafen auf jeden Fall. Ja, genau, das ist schon über
Posten, Lagerzwerg, Überfloto, Leumund, Schmiedehafen, der bringt das also nicht nach dem direkt hin, sondern das wird weitergebracht. Läuft also auch. Das ist der Hafen. Waldeck, Pluto, Lotto. Entschuldigung. Hier, das ist alles am Land. Ja, der untere ist jetzt direkt für Flotte und die da anderen gehen weiter. Aber jetzt die Frage, wohin, weiß ich noch nicht. Muss mal gucken dann, wenn er da ist. So, hier sind 32 Sackpost, das geht. Also dieser Bus ist okay, der fährt schon wieder voll da Richtung Klosterbrauerei vorbei, glaube ich gerade. Also der ist schon okay. Der hat 7, der hat 6, das ist nicht viel hier. Der braucht noch eine Weile, bis er da in Floto ist. Können wir mal gerade hinblättern. Na, das Land ist noch nicht zu sehen. Der hat 32, der hat 4, der kommt schon auf den Rückweg. Das Fahrzeug ist da, sehr schön. Er hat jetzt 10 mitgenommen. Die sind schon alle in Floto. Der war schon abliefern hier, ne? Über Döbeln, Waldweg geht jetzt hier 8 Sackpost. Alles klar. Dann haben wir den schon mal erledigt. Und da kommt gleich irgendwann das Schiff an und nimmt das mit. Dann können wir hier eigentlich auch zumachen, weil wir es auf dem Schiff dann sehen. So, hier 7 und 6, das ist nicht viel. Der Postwagen fährt gerade da rein. Okay, hier gab es jetzt ein paar mehr Fahrgäste. Hier der obere liefert wieder 0 ab. Der fährt zum Ostdeutschen Rathaus. Ich glaube, den schicke ich auch noch zum Depot. Zack, weg. Das sind zu viele Busse auf der Linie, gehe ich von aus. So, wo ist er jetzt hier? Immer noch unterwegs. Hier 33, da 10. Kann sich also auch schon mal erstmal sehen lassen, obwohl, ah doch, der mit 33 macht schon Plus. Aber der hier unten noch nicht. Aber das wird schon noch werden, denke ich mal. Der hat 15 Fahrgäste. Wo ist er? Das dauert noch. Wie weit ist es denn noch bis Floto? Nur eine ganze Ecke, ne? Da ist Floto, dauert noch, okay. Hier sind wir immer noch bei 33, da noch bei 10. Er ist jetzt aber oben in Adenau, glaube. Hat 11 bekommen. Und fährt jetzt wieder zurück, ne? Ja. Ist also einer mehr geworden. Der ist schon direkt nach Döbeln unterwegs, ne? Ja. Wo ist er da? Ah, kann nicht mehr weit sein, glaube. Ja, das wird dann auch mehr, sobald das Schiff dann die erste Post hin und her bringt, ne? Hier unten sind es 39, das ist schon was. Er ist noch nicht am Ziel, aber er. Weiß jetzt gar nicht, glaube ich, hier ist die Wechselstation, ne? Gucken, 33 werden abgeliefert. Und wie viel kriegt er mit? 5. Das ist nicht viel, aber Döbeln ist auch nicht groß, ne? Naja, muss man mal schauen. So, hier fährt er eine Kirche noch an, eine Brauerei noch an. Kriegt noch 5 dabei, okay. Ist er jetzt mal da? Nee. Wo ist der Bus? Okay, der ist jetzt kurz vor der Klosterbrauerei da gleich. 39, das können wir so lassen, der ist auch gut unterwegs, denke ich. Der eine Bus ist zurück, wenn es ein Bus war, ich glaube aber ja. Er ist jetzt in Radolfzell, fährt gleich da an der Haltestelle ran. 6 Sack wird er da los. Um 10 muss er noch weiterbringen und dann müssen wir gucken, wie viel er
mitbekommt, verdöbeln. Ja, okay, das sind nochmal zwei mehr geworden, dann insgesamt 18. Also dieser hier hat 254, da lohnt sich das. Hat jetzt aber nur 5 Sackpost mit. Gute Frage, ne? Ob das am Ende lohnt. Er kommt nicht voran. Können wir gerade mal gucken, wie viel denn Dingens schon da ist. Oh, 32 für Döbeln. Oder über Döbeln. Und hier unten sind nochmal 2 Sack für Döbeln direkt. Hat schon 1739 Miese gemacht. Ist aber gleich da und hat dann seine normale Route. Kommt der Postwagen noch? Ja, beim Schiff müsste man überlegen, dass man da reinsetzt, dass das da ein bisschen Wartezeit hat, ne? Hat's nämlich nicht. Fahr weiter. Wo ist der Postbulli hier unten? Noch nicht in der Nähe. Naja, dann lass das erstmal so fahren. Das Schiff kommt ja jetzt und kriegt dann wie viel mit 38? Ne, 34. Und Mörb fährt's wieder weiter. So, dann ist das geklärt. Bulli ist auch gerade nicht in der Nähe. Dann ist das schon okay. Den machen wir da oben hin. Den wollen wir noch ein bisschen gucken. 18 und 16. Der fährt jetzt nach Radolfzell zurück. Mit kein bisschen Post. Das ist nicht dolle. Vor allem ist nachher die Frage, ob der hier die 34 abliefert. In den Bulli rein für Döbeln, ne? Das klappt. Weil wir laden in Döbeln am Hafen aus. Warte mal, geh da hin. Wir haben ja hier den Wechsel von den Bulli zum LKW. Hier unten kommt das Schiff an, ne? Das dann Sinn macht, ist eine gute Frage, ne? Der Bulli, der jetzt hier oben gerade fährt, den wir gleich abschnappen werden, hier. Hat Platz für 15 zur Zeit noch. Müssen wir gleich gucken, wie sich der Bulli hier macht, ne? Der dann die Fähigkeit hat, von da nach da zu transportieren. Der fährt jetzt nämlich an der Kirche lang und da packt er wie viel rein? Nur 6, okay. Den müssen wir auch im Auge behalten, den Bulli. Der fährt jetzt nach hier oben, ne? Ja. Kriegt da Post oder nicht? Nicht. 44, das wird mehr. Das bedeutet auch, der wird definitiv plus beibehalten. Hat er auch. Also den können wir definitiv zumachen. Während dieser hier noch eine Leerfahrt gerade hatte, ne? Und jetzt auch wieder eine Leerfahrt. Das ist nicht gut. Das ist jetzt die Frage, ob sich der rentiert, der zweite. Momentan wird er halt vom ersten subventioniert. Jetzt muss auch irgendwann der andere kommen, glaube ich. Dass die so mittig fahren, ne? Ja, hier treffen die sich. Okay, das kommt vielleicht so hin ungefähr, dass es Mitte ist, ne? So, er hier unten ist nämlich gerade voll. Und fährt jetzt. Döbeln Waldweg an. Wo ist denn der Waldweg? Das ist der Hafen, okay. Könnte passieren, dass es nicht klappt. Das muss man dann mal schauen. Wie sieht's hier überhaupt so im Hafen aus? Passagiere warten ohne Ende. 354 Passagiere über Altenau-Weinstraße. Altenau ist oben, das heißt, er wartet auf dem Schiff. Floto hat er gerade abgeholt, sind aber immer noch 200 da.
Hier sind noch mehr für. So, und das ist innerstädtischer Verkehr hier, 138. Ja. Haben wir hier nur einen Stadtbus Döbeln? Kann das sein? Dann muss ich mal gucken. Stadtbus Döbeln. Ne, sind schon zwei auf der Linie, aber ich glaube, da ist nicht verkehrt, wenn da noch einer mehr drauf kommt, ne? Ich glaube, wir setzen da noch einen drauf. Da ist er ja. Dann fahr du mal die Linie noch mit. Gucken, ob wir das abbauen können da hinten. Ja, da fällt schon einer raus. Da stehen zwei im Depot. So, er hat immer noch die 34 Sackpost. Und wahrscheinlich noch ewig zu fahren. Ja, fahren. Bis er in Döbeln ankommt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo Döbeln liegt. Das muss hier irgendwo sein, ne? Da oben ist es. Okay, das wird dann auch noch dauern. Gut. Das können wir auf jeden Fall schließen. Das müssen wir nächstes Mal das Schiff noch beobachten wieder. Was, wie sich das macht, das können wir aber schließen. Hier haben wir gerade geguckt, dass das Döbeln noch auf jeden Fall einen Stadtbus braucht. Und der Postverkehr hier ist jetzt mit 11 unterwegs. Während der Bulli hier unten natürlich voll ist, ne? Der 23 für Waldweg Hafen, ne? Ist jetzt die Frage, ob da noch ein zweiter Bulli drauf Sinn macht. Oder die Bushaltestelle umbauen auf der anderen Seite. Pff. Machen wir, oder? Stadtbus Döbeln, setzen wir noch einen Bulli drauf und gucken, wie sich der tut oder macht. Müssen wir nachher angucken. Beziehungsweise nicht nachher, sondern in der nächsten Folge. Gut. Dann würde ich den schließen. Ja, der fährt jetzt hier hinten hin, ne? Und liefert da ab. Und passt dann, oder? Ja, jetzt hat er schon mal 5 woanders abgeliefert. Ja, die anderen sind jetzt 25 direkt da unten abzuliefern und dann nimmt 25 wieder mit. Nee, gar nicht, war 0. Da ist ja noch nichts angekommen, ist klar. Das wird aber demnächst so sein, dass da was ankommt. Da kommt nämlich jetzt 34 an vom Schiff und dann ist er schon wieder überladen. Dann wird das schon richtig sein, wenn wir da noch ein Schiff eingesetzt haben. So, ja, 216, das müssen wir uns dann auch angucken. Machen wir alles nächste Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.